Hallo Leute, es geht weiter mit Deadlight. Wir sollten mal hier schnellstmöglich weggehen. Ja, sammel das mal schnell hier ein. Dienstmarke von Sam. Ja. Komm, mach weiter. Nochmal. Mal nicht so lahm hier. So, jetzt bin ich auf dem Stand, wie ich zuletzt war. Warum bist du jetzt wieder so langsam? It's blocked. Es ist blockiert. Okay. Das ist ein Schloss, ne? Ich soll das, glaube ich, einfach abschießen wieder. Nicht daran springen. Wunderbar. Und jetzt? Und jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ach so. Leute, macht mir doch keine Angst hier. Ich weiß nicht, was der Typ da sabbelt, aber Pech. Bäh. Das war nicht schlau, glaube ich. Kann ich das auch wieder zurück machen? Wisst ihr, was ich meine? Hinter mir? Oder so? Ja, super. We need a 4-digit number. Shit, dann muss ich das. I can't continue until the number that opens the combination is found. Okay. Dann eben so. Gut, ich brauche einen Code, den ich jetzt noch nicht habe. Geht klar. Das Bild eines Paares. Sie sehen glücklich aus. Darunter einige Zahlen. 1212. Da ist der Code. Auf der anderen Seite steht was geschrieben. Erinnerst du dich an diesen Urlaubsschatz? In Liebe, Lou. Okay. Toll, ich freue mich jetzt schon. Eins, zwei, eins, zwei. Ich glaube, das war richtig, ne? Ja. Hat er das schon automatisch? Runter mit dir. Kommen die mir auf den Hintern geflogen? Würde mich eigentlich nicht wundern. Warum kommen die nicht auf mich gestürzt? Der Schalter funktioniert erst, wenn der Strom wieder eingeschaltet ist. Ja, dann steht hier wieder alles unter Strom. Nee. Hier ist wieder einer. Kannst du den nicht gleich erledigen? Ach Gott, ja. Muss ja so sein, ne? Geh hoch. Mein erster Kopfschuss. Aber immerhin geschafft. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Geh da rein, 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 rein. Shit. Wie zur Hölle bitte? Was soll ich machen? Dann? Was soll ich dann machen? Scheiße, wie gemein. Voll gemein. Ja, super, ey. Ich habe gerade meinen Kopfschuss so gut geschafft. Lauf. So, jetzt kommen die wieder. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kommen die anderen wieder. Da sind sie schon. Yippie.
Das reicht doch schon, oder nicht? Jawohl. Oh nein, ich brauche Schwung. Komm. Oh Gott. Steh auf. Rindel. Junge, das ist nicht dein Ernst. Komm, 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 komm. Nee. Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ich will voll losrennen und er fällt zweimal hin. Bescheuert. Lauf jetzt. Lauf doch endlich mal. Lass mich los. Was soll ich denn machen? Hoch mit dir. Lauf, 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 lauf. Nein, nein, nein. Aber hat Spaß gemacht. Shit. The end of the line. Nobody knows when the end will come. Until it's too late. Oh no. Also er wurde doch gerade runtergezogen im Gully, ne? Warum sind wir dann jetzt hier? Alles ist so verzerrt und komisch. Wir haben auch keine Waffen oder so. Das ist wie so ein Traum. I'm running through town. I don't know if I'm running away from something or if I'm running to something. Mhm, okay. Gott. Was erlebt er denn hier gerade? Eine Erinnerung oder ist es wirklich einfach nur ein Traum? Then I see it. My house. I have to get to the house. They're in there, waiting for me. And that's when I wake up. Er läuft also auf sein Haus zu. Now's not the time for a poor man to walk here alone. Have you got a screw loose? Let me see that blood. Bites? Bites? Any bites? It's not mine. It's just as a precaution. Precaution. You know what happens. Don't come any closer. It's fine, it's fine. The rat knows. The rat smells. Don't touch me. Who the hell are you? Let's go, this place isn't safe. Follow me. Okay. Hat der uns jetzt gerettet? Wenn ja, dann... Selbst wenn er irgendwie komisch ist. Egal. Da unten lasse ich mich lieber nicht fallen. Nicht, dass mir was passiert. Die Ratte hat dir deine Waffen abgenommen. Geh den Schatten aus dem Weg, bis du eine neue Waffe gefunden hast. Oh. I'm surrounded by shadows and the rat and all my weapons. Wow. Okay, voll die fetten Waffen hier. Kannst du das einschlagen? Nee, da komme ich so nicht ran. Ich sollte mich hier ja lieber beeilen, oder? Ja, nee, nicht mal mit schnell durchlaufen geht das. Hm. Dann muss ich ja irgendwie rechts doch daran kommen, oder? Auch ohne Axt? Hat er ja alles.
Die Ratte hat mir alles abgenommen. I'm surrounded by shadows, and the rat kept all my weapons. Und den Schatten aus dem Weg gehen. Komm mal her, du. Come on. Ding. Here. Ja, her, komm. Dann drehst du auch putt. Ja. Cool, hat sogar geklappt. A homemade trap. Don't believe your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Ich spring da lieber mal rüber. Oder was? Drücke Y, um der Ratte ein Signal zu geben. Come on! Jetzt sage ich das auch noch zu ihm. You have to earn the right to finish. Ach, jetzt hier voll die Prüfung von ihm, oder was? Aha. Be careful with my creations. They will kill you if you're not smart, Mr. Wade. Er weiß sogar meinen Namen. Wahrscheinlich, weil er mein Tagebuch gelesen hat. Oder was? Was soll ich machen? Oh, oh. Der kriegt mich doch. Nee, der kriegt mich nicht. Wegen der Waffe. Okay. Oh. Mhm. Ja, so geht's natürlich auch. Oh, schnell rüber. Nicht, dass du dich verletzt. Nein, du verletzt dich auch so. Du müsstest tot sein. Er ist tot. Jetzt schon, er stirbt da unten doch nicht. Entschuldigung, ich hab nicht aufgepasst. Manu, kann ja mal passieren. Nein! Oh. Aber ein bisschen Spaß macht's auch. So ein bisschen Jigsaw-mäßig. Wir lassen sie einfach alle mit Absicht in die Fallen rein. Fallen. In die Fallen reinfallen. So, kommst du da ran? Oder eher mit deinem Jump-Ding-Trick? Ich verstehe. Alles stürzt sofort runter, sobald wir drauf waren. So. How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything. Ach, du hast einfach mein Tagebuch gelesen. Gib's doch zu. I will unravel the mysteries of this land. Mach schon. So, ich nehme an, ich kann die Kiste ziehen. Genau. So weit war ich dann auch schon, dass ich das mittlerweile kann. Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Ach ja, die sollten wir vielleicht auch mal wieder lesen. Aber es ist gerade so spannend. Kannst du nicht da mit deinem super Trick oder auch einfach nur so hoch springen? Na gut, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Dann wollen wir mal gucken, wo wir hier zuletzt waren. Ich hätte nie gedacht, bla bla. Hatten wir das jetzt schon? Ich glaube schon, ne? Nach dem, wo hast du nur gesteckt, Tagebuch und so weiter. Ja, das hatten wir schon. Genau, hier wollten wir weitermachen, 15. Oktober. Thanksgiving. Heute war ein bemerkenswerter Tag. Meine Frau hat wieder einen tollen Eintopf gekocht. Die ganze Familie hat schweigend gegessen, aber es war ein angenehmes Schweigen. Man muss die Leere nicht immer mit Worten füllen, nicht wahr? Sehe ich auch so. Stattdessen war Lydia traurig wegen Nick. Sie findet, dass er etwas Besseres verdient hat. Nick hat etwas Besseres verdient, ebenso wie wir alle. Wenigstens hat Nicks Fleisch lecker geschmeckt. Es ist normal, dass Kinder die Welt um sich herum personifizieren und allem einen Namen geben. Ich musste Nick mit bloßen Händen den Hals umdrehen. Ich würde mich nicht als Feigling bezeichnen, aber ich töte auch nicht gern Tiere mit meinen Händen. Und dass es einen Menschennamen hatte, machte die Sache auch nicht besser. In meinem Job muss ich manchmal Tiere opfern, die krank sind oder eine Gefahr für andere darstellen. 19. Oktober. Ich wurde heute von den Wilderern gewarnt. Ben Parker, ein Bekannter aus der Stadt, hat in unserem Büro angerufen und berichtet, dass er Jäger in einem Schutzgebiet gesehen hat. Ben ist ein netter Kerl. Manchmal glaube ich, er ist der Einzige aus der Stadt, mit dem ich reden kann.
Ich habe ihn auf dem Berg gesehen und er macht niemals Ärger. Häufig kommt er mich besuchen, dann reden wir über alles Mögliche. Er ist viel herumgekommen und ein umgänglicher Kerl. Auf dem Rückweg stieß ich auf einen Wagen, der am Straßenrand parkte. Zwei Mädchen liefen da herum, spielten wie die kleinen Kinder und lachten. Ich kenne solche Idioten schon. Sie hängen immer nur herum. Die Jüngere, ein gebräuntes, molliges Ding, konnte nicht aufhören zu grinsen. Sie hat nichts Besonderes gesagt. Nicht so wie die andere. Sie kommen aus Vancouver und suchen eine Pflanze, um Gott weiß welche Krankheit zu heilen. Ich habe sie gewarnt. Der Wald weiß, wie er an seine Nahrung kommt. Es ist für Mädchen nicht sicher, im Wald Blumen zu pflücken. Die Wildtiere wissen, was sie tun, ebenso wie ich. Als sie wegfuhren, habe ich sie trotz der Motorgeräusche lachen gehört. Ich hasse die Leute aus der Stadt. Okay. 22. Oktober hat er alles irgendwie gestrichen. Träume sind meine Realität, hat er dann noch am Ende geschrieben. Und 24. Oktober hat er nur noch geschrieben, ich habe Angst vor der Nacht, ich habe Angst vor der Nacht. Und so weiter. Okay, krass. Gut. Ja. Ich will manchmal nur das Bild sehen, damit ich weiß, was ich als nächstes lesen wollte. Sehr spannend. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Mhm. Okay. Er will nicht mit. Oh nein! Unter mir sind doch voll die Fallen. Wie komme ich hier weiter? Nein, das schaffe ich nie. Shit. Was mache ich denn jetzt? Nee, dann sterbe ich lieber. Eigentlich sterbe ich dann lieber, weil was soll ich denn machen? Ja. Genau das passiert dann. Wie kriege ich die denn auf die rechte Seite? So dass die dann unter mir halt selber die Fallen auslösen. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Also das verstehe ich jetzt noch nicht so richtig, wie ich da weiterkommen soll. War hier noch irgendwas? Nee. Und warum lebt der hier eigentlich so? Was bringt ihm das? Kann ich das eigentlich auch runterschieben, die Kiste? Weil das würde ja dann unten vielleicht einige schon mal töten. Nee, kann ich aber nicht. Und mich hier so... Mist. Wow. Ach, warte mal. Ich kann dazwischen hüpfen. Ich kann, glaube ich, dazwischen hüpfen. Kann das sein? No time for questions. Ja, ja. There's no time for answers. Schon klar. Ich hab's kapiert. Du willst nicht mit und so. Why aren't you coming with me? Aber ich kann den Sprung ja trotzdem mal versuchen. Nee, das schaffe ich nicht. Ich bin zu blöd. Ich werde zerquetscht. Oder ist das falsch von mir jetzt, was ich hier vorhabe? There's no time for questions. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Ach, ich schaff's ja doch. Ach so. Und den Ausweis eines Fremden habe ich auch. Na denn? Okay, ich habe den Sprung doch geschafft. Ich dachte, ich schaffe den nicht. Ein Verbandskasten. Aber er braucht ihn nicht. Gut, dann kriege ich dann endlich meine Waffen wieder. Nein! Nein! Nein und nein und wie? Was soll ich dann machen? Irgendwie stehe ich hier ziemlich oft vor der Frage, was ich machen soll. Tut mir leid, dass ich das so oft sage. Das ist so ein bisschen, ja. Man ist halt angespannt und natürlich will ich überleben und man weiß überhaupt nicht, was kommt und das ist alles so spannend und ich weiß sowieso wieder nicht jetzt, was ich machen soll. Das ist super. Was? Okay. Lieber weg und so. Und jetzt? Okay. Mhm. Prima. Warte. Falltür. Quick,
the trap door is closed. It has a precarious mechanism that I can't manipulate from here. Das ist auch toll jetzt gewesen. Jetzt hat er irgendwas gesagt, das hätte mich viel mehr interessiert. So, dann kann ich ja jetzt runter. Ja, ich hab's geschafft. Ja, lach ruhig. Hättest du nicht gedacht, ne? Noch eine Seite, die aus dem Gedichtband gerissen wurde, den ich im Wartungstunnel gefunden habe. Hier steht ein Gedicht. Ein Windstoß fuhr aus den betränten Auen. Es blitzt ein rotes Licht, das jeden Sinn bewältigte mit ungeheurem Grauen. Ah ja. Ich habe die Schleuder gefunden. Ich habe eine Schleuder gefunden. My true guide left this world a long time ago. Und was kann ich jetzt schleudern? Boing. Das ist toll. Was kann ich jetzt damit machen? Hoch mit dir. Was steht da im Hintergrund? Virgil will be your guide. Du kannst deine Schleuder benutzen, um mit Objekten zu interagieren. Bestimmt so, ne? Ah. Cool. Ich hab eine Schleuder. Save my life just to kill me? Is this some kind of test? You're doing very well, my friend. Not everyone gets this far. It's always difficult to stay on your feet and stay alive. Even more so these days. Wait! I need to find my friends. One of them was murdered on the way to the safe point. Ahaha. Was? Nutze die Schleuder, um kleine Objekte zu beseitigen. Was kann ich hier machen? Walls are full of paintings. They look like symbols to navigate through the labyrinth. Also das hat irgendwie gar nichts gebracht. Was soll ich denn jetzt hier anschleudern? Das hier oben? Das Ding da kann ich anschleudern. Jetzt kommt das da runter. Jetzt kann ich das... Warte, kann ich da noch oben irgendwas finden? Nee. Nee. So, dann schieb das mal. Prima. Stacheln ab. Haha. Tot. Das war's mit ihm, unserem Helden. Und so starb er. Allein. Und die Ratte lachte. So einen Versuch noch, sonst wird der Part zu lang hier. Irgendwann muss es ja auch mal einen Stopp geben, obwohl es mir sehr viel Spaß macht gerade. Nein, 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 ich habe das Ding nicht eingesammelt. Wie blöd. Kannst du nochmal hoch? Kannst du nochmal? Kannst du? Stirb mal. Ich will, dass er stirbt. Ich will den an den Schrank. Ich hab das jetzt noch nicht eingesammelt gehabt und sowas ärgert mich. Wenn ich es eigentlich getan habe und dann sterbe und dann habe ich es doch nicht eingesammelt laut Spiel und das stimmt überhaupt nicht. Na, na, na. Na, 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 na. Schon voll geübt, der Typ. Walls are full of paintings. They look like symbols to navigate through the labyrinth. Kannst du da... Oder auch so. Ja, nee, ist klar. Voll gemein. Und so. Och nö, ne? Ach so, ich darf ab hier weiterspielen. Okay, das mache ich ja beim nächsten Part von Deadlight. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis dann.